So, hallo, geht gleich weiter mit City Skylines Tönnebø. Warte mal, nee, hier muss ich hin. Okay. Und zwar stehen wir direkt vor dem Schulpark und wollten mal gucken, wie der so in First Person aussieht. Ja, das ist ein prima Weg zur Schule hier. Obwohl Katie Walker jetzt nicht zur Schule gegangen ist, sondern in die Parktoiletten. Da wollen wir sie auch nicht stören bei. Aber das sieht schon nicht schlecht aus. So, was können wir denn jetzt stilecht hier noch dran bauen? Ihr könnt eine Bibliothek könnten wir hier noch hinbauen. Obwohl die Bibliothek könnten wir auch ins Wohngebiet selber setzen. Das ist vielleicht schlauer. Haben wir da noch Platz? Hier ist noch Platz, so ganz am Ende. So, und wie sieht die Kapazität von der Grundschule aus? Das würde mich auch mal interessieren. Wir brauchen eine größere Grundschule. Oder eine zweite Grundschule, aber das macht wenig Sinn. Wir können mal hier die große Grundschule hinsetzen und die kleine dann vielleicht stattdessen abreißen. Ja, muss leider sein. So, und bauen wir hier die. Und zwar welche nehmen wir? Nehmen wir diese hier. Gucken, wie viele. 2000 oder diese hier. 3000. Kostet 40.000. Die kosten beide 40.000. Dann würde ich eigentlich eher die hier nehmen. Die sehr große Grundschule. Können wir an diese Seite. Na, passt nicht. Obwohl. Können Sie hier hinsetzen und dann ein Stück zur Seite schieben mit dem Tool. Wie ist das? Passt doch. Wie sieht das aus? Hat was, hat was. So, was passt jetzt in die Mitte? Haben wir nicht hier vielleicht noch irgendwie eine Turnhalle oder irgendwie sowas? Wenn dann hier, ne? Turn- und Fitnesshalle. Hier. Zack, direkt nebenan. Sehr gut. Kleinhof. Kleihof oder Kleinhof? Kleihof, okay. Wir brauchen neues Wohngebiet, sehe ich gerade. Könnten ja hier weiter ab, dann haben wir gleich im Gebiet. Im Einzugsgebiet der Schule, das neue Wohngebiet, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Müssen wir nur irgendwie uns überlegen, wie die Kinder dann zur Schule kommen. Weil das wird ein ziemlicher Umweg, wenn ich jetzt hier. Kleinere Straßen noch reinmachen. Und die hier so ein bisschen schräglich. So, jetzt haben wir hier ein Wohngebiet. Gut. Wie? Warte mal, das ist das doch. Sag mal. Jetzt bin ich einigermaßen mittig. Okay.
Genau, was wollten wir hier? Könnten wir vielleicht noch eine Kirche reinstellen? Jetzt haben wir Parks, da sind auch ein paar Kirchen drin. Oder so ein Garten, so ein Community-Garten. Den könnten wir hier mal zwischen die Schule. So, und dann bauen wir am besten. Die Kirche hier, obwohl das ist mehr so eine Stadtzentrumkirche. Zack, und dann nehmen wir die kleine Kirche von hier und packen sie hier irgendwo ein. Zack, die passt hier viel besser. Sehr gut. Okay, und dann brauchen wir noch einen Fußgänger. Überweg, damit die Kinder zur Schule kommen. So, hier von dem Zebrastreifen aus. Hier längs. In die Rio-Reiser-Straße. So. Das sollte gehen. Und dann natürlich hier noch überall die Wohngebiete. Und jetzt können wir ja schon Distrikte festlegen und können den Leuten Bauvorschriften machen. So. Okay. Dann nehmen wir nämlich dieses Viertel. Südtondern, okay, warum nicht? Und sagen ihm hier möchtest du bitte European, obwohl ich versuche mal das mit dem Half-Timbered Village. Ich habe auf Teufel komm raus versucht, alle Gebäude hochzuladen, die da drin sind. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Und zumindest werden schon Gebäude gebaut hier. Und nicht nur das eine, sondern zumindest drei verschiedene. Das ist ja auch schon mal was. Liegehörn, Osterkoppe, alte Walfischgasse. Mal gucken, ob das voll wird. Würde mich interessieren. Und dann können wir gucken, ob wir hier nicht vielleicht noch mehr im Stadtkern bauen wollen. Klein Kleihof. Die können wir hier ranrücken. Da kriegt man ja sonst nervösen Tick, wenn man sich das ansieht. Und hier könnten wir dann hinter die Schule wieder ein neues Gewerbegebiet bauen. So zum Beispiel. Hatten wir nicht auch hier so ein Penny? Können wir hier neben die Kirche bauen? Lassen wir hier lieber Platz für noch eine Straße. Für den Fall, dass wir noch. Und Netto. So. Statue des Wohlstands. Hier könnte man so einen Platz einfügen. So, dann gucken wir uns mal bei Tag an, wie unsere kleine Fachwerksiedlung aussieht. Ich glaube, da fehlen immer noch zu viele Gebäude. Und die stehen alle ohne irgendwelchen Garten oder sonst irgendwas. Ich meine, hier hat einer ein Auto abgestellt, aber der hat noch nicht mal eine richtige Einfahrt. Also würde ich sagen, macht der denn da?
würde ich sagen, heben wir das mal auf oder machen das lieber zu European Suburbia. Das funktioniert vielleicht besser. Nee, es gefällt mir nicht, dass sie überhaupt gar keine Props im Rasen haben oder sonst irgendwo. Brandenburger Straße ist das, okay. Ah ja, den Schulpark haben wir auch umsonst gemacht, weil es ist irgendwie ungerecht, wenn die Kinder irgendwie 10 Euro bezahlen müssen, auf dem, nur damit sie durch den Park gehen dürfen. Ich könnte den ja vielleicht für Kinder umsonst machen und für Erwachsene, die müssen bezahlen, aber. So, wir brauchen noch mehr Läden hier. Und die gleich hier auf die andere Straßenseite setzen. Fehlen immer noch. Ja. Die sind beide noch nicht ausgelastet, sehr gut. Das sieht ein bisschen komisch aus hier. Müssen wir auf ebeneres Land setzen. Ja, so, naja. Besser als vorher, aber auch nicht wirklich gut. Aber was soll's, muss reichen. Hier können wir vielleicht irgendwas Baudenkmaliges hinsetzen. Statue neben die Kirche direkt, okay. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas? Club, nee, das passt da nicht. Vogel- und Bienenpark passt da nicht rein, ne? Nee. Den können wir mal. Den können wir mal. Hier.
vielleicht? Moment. Können wir hier nach hinten ausweiten? Und dann bauen wir hier den Vogel- und Bienenpark hin. Für die Anwohner hier. Oh, Taxi, Postdienst, sehr gut. Jede Menge Autobahn. Zubringer, jede Menge verschiedene Straßen und Altenheim und Kinderkrankenhaus, Busse. Cool. Okay. So, dann mal gucken, wo wir die Post setzen. Die könnte natürlich auch hier gut in die intuitionsmäßig in die Hauptstraße, aber da wird dann wieder zu viel Verkehr generiert. Darum tun wir sie in eine Straße daneben. War eigentlich die Polizei hingesetzt? Hier unten, ne? Hier, ja. Dann bauen wir die Post mal hier hin. So. Hier unten vielleicht auch eine Post. Oh, unser Park ist aufgelevelt. Schade nur, dass wir hier keinen Platz mehr haben, um noch Sachen reinzustellen in den Park. Aber is. Hier könnten wir einen Zopp reinbauen, ne? Theoretisch. Busdepot, ja, passt noch nicht mal ganz rein. Was ist hier los? Nicht genügend Arbeiter. Wir brauchen noch ein Wohngebiet, aber wir haben doch hier stattdessen geringe Nachfrage nach Wohngebieten, mittlere Nachfrage nach Gewerbegebieten. Die wollen mehr Gewerbegebiete, aber hier gibt es keine Arbeiter? Wie kann das sein? Das ist irgendwie merkwürdig. Bauen wir mal mehr Gewerbegebiete hier. Lieber gleich einen neuen Plot kaufen und hier vielleicht ein Wohngebiet machen und hier unten ein paar spezialisierte Industriegebiete. Oh, wie sieht unser Südtonnenviertel aus hier? Ja, sehr schön uniform. Mit den Gebäuden, die hier sind. Wir könnten hier die Parken hier an der Straße. Könnten wir dem nicht vielleicht entgegenwirken? Indem wir hier einen Parkplatz bauen. Das Industrial Parking Lot. Das ist Urban. Muss ich den da jetzt verbieten, auf der Straße zu parken? Muss ich wahrscheinlich machen, sonst parken die da einfach.
Legen wir hier mal so eine ziegelige rote Straße rein. Ah, siehst du, jetzt parken sie hier auf den Parkplätzen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Da habe ich keine rote für, oder? Nee, aber hier. Ich weiß nicht, ob es das jetzt besser gemacht hat oder nicht, aber. Ich meine, parken die hier nicht vor der Schule das voll, das ist schon mal ganz gut. Dann werden weniger Kinder überfahren. Natürlich ganz toll, wenn keine Kinder überfahren werden, aber. So, können wir hier noch irgendwas reinbauen? Ja, aber dann wird da hinten einer von den Läden abgerissen hier. So eine alte Markthalle passt hier rein. Oder hier so eine kleine Kirche noch, so eine slawische Wikingerkirche. Jesus-Statue. Pavement. Ach so, okay. Oh, was wir hier reinbauen? Das ist ja viel zu groß. Können wir hier nicht reinbauen, okay. Tja. Vielleicht so einen kleinen Selfmade-Park hin tun. Wow. Können wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jesus-Statuen nebeneinander tun. Oder einen lustigen Jesuskreis machen hier. Aber machen wir mal hier so zwei Löwen hin. Gui. Friedhof wollen wir jetzt noch auch nicht direkt neben die Schule bauen. Oh, die Löwen sind verkehrt rum. Ha! Sowas. So.
So. Und hier bauen wir dann ein paar Imbissbuden hin. Goodie. Einen Mülleimer hin. So. Und hier hinten, das machen wir einfach voller Bäume. Pflanzen wir ein bisschen was hin. So, das sieht doch schon fast aus, als hätte man es so haben wollen. Aber wir brauchen schon wieder ein neues Wohngebiet. Langsam geht uns der Platz aus hier. Hier ein Wohngebiet machen, dann machen wir hier so ein Erlebnispark draus. So, dann schauen wir mal. Wie wir die Straße hier. Jetzt natürlich da oben. Die haben jetzt überhaupt gar keine Verbindung so richtig zur Schule hier. Das ist hier unten, ist eigentlich auch schon schwierig. Aber dann machen wir einfach eine Buslinie dahin. So. Okay, und hier wieder eine von unseren beliebten Sackgassen. So. Goodie. Ja. So, wollen wir hier zuerst. Erstmal verlegen wir hier Wasser. Dann gucken wir, obwohl wenn wir da direkt im Anschluss einen Erlebnispark machen wollen, dann brauchen wir eigentlich keine kleinen Stadtparks. Ist die Frage, wo wir den dann. Warte mal, wir müssen den mal irgendwie abgrenzen hier. Sagen wir mal hier mit. So. Soll das alles Park werden hier?
Das ist ein Riesenpark, wenn das alles Park werden soll. Aber wir machen erstmal diesen Dreckweg drumrum. Und dann legen wir den Park an, so wie wir ihn haben wollen. Dazu müssen wir aber ein Parkgebiet festlegen wieder. So. Das Palmengelände. Kein sehr passender Name. Kleines Naturschutzgebiet Haupttor. Das machen wir mal direkt hier hin. Und hier könnten wir ein zweites Tor machen für die Leute, die hier wohnen. Da machen wir dann Fußweg hin oder so. Und hier ist auch noch ein Weg, wunderbar. Ja, warum geht das nicht? So. So, ihr sollt Wege haben, die an den Ruinen vorbeiführen. So. Auf der Seite. Ich meine, wenn man dann hier irgendwann angebaut hat, kann man da vielleicht auch noch Ausgänge machen, aber das ist jetzt noch nicht notwendig. So. Machen wir hier mal so ein kleines Gebiet zum Zelten. So, dann schauen wir mal, was haben wir hier. Lagerfeuerstätte. Und hier Zelte. So, das sollten erstmal genug Zelte sein. Wir haben noch keine anderen Sehenswürdigkeiten hier im Park, weil gibt noch nichts. Aber wir stellen hier mal ein Schild hin für das Gebiet. Hier vorne. So. Und was wir hier auf jeden Fall brauchen, sind ein paar Toiletten. Und hier in der Mitte. Beim Lagerfeuer kann Brunnen nicht schaden. Und so ein paar Holz, Feuerholz-Dinger. So, mal gucken. Palmensumpf ist kein Name für das Gebiet. Das ist der Waldcampingplatz. Zur Burg. Fertig. 437 Attraktivität von 250, das ist klasse. Und wir machen den hier natürlich zum Hauptpark, weil den können wir upgraden, während wir hier nichts mehr reinkriegen in den Schulpark. So. Haben
haben wir das fertig, dann können wir hier jetzt langsam mal unsere Wohngebiete hinsetzen. Und dann brauchen wir auch schon Busse, Schulbusse, die die Kinder hier zur Schule bringen. Die Frage, ob wir einen Zaun bauen wollen hier um das Campingplatzgebiet. Hallo, da. Okay. Strom haben wir noch genug, das ist sehr gut. Und Wasser haben die auch sehr gut. Dann brauchen wir jetzt ein Depot für die Busse. Das können wir hier am besten ins Industriegebiet reinbrezeln. Und dann brauchen wir eine Buslinie, die erstmal durch dieses Wohngebiet durchgeht, alle aufsammelt. Hier einmal. Und hier, sagen wir mal. Dann vielleicht hier noch durchfährt, die aufsammelt. Und dann zur Schule fährt. Hier kann ich nicht hin? Doch, hier kann ich hin. Sehr gut. So. Und die natürlich dann alle auch wieder zurückbringt. So, das ist unsere Schulbuslinie. Die soll jetzt alle aufsammeln, die nicht alleine zur Schule kommen. Machen wir einen Schulbus. Farbe machen wir mal gelb, damit wir gleich sehen. Aha, Schulbus. Und hoffen, dass das funktioniert. So, was ist hier? Nicht genügend Käufer für Produkte. Okay. Dem können wir, glaube ich, Abhilfe schaffen, indem wir hier ein kleines Lagerhaus hinsetzen. Für... Was ist das hier? Das ist doch gar nichts, oder? Scheint nichts zu sein. Komisch. Wie gesagt, hier ein kleines Lagerhaus hinsetzen. Zack. Dass wir füllen mit Konsumgütern. Kommerzielle Güter, genau. Dann haben hier die Läden gleich genug zu verkaufen überall. So. Ja. Das sticht so ein bisschen ins Auge. Hier ist viel zu viel Schwerindustrie. Aber ansonsten sieht das alles schon sehr... sehr nordfriesisch aus. Bis auf die Schule, die brennt. Aber okay, jetzt ist sie gelöscht. Gut. Gefällt mir. Wie gesagt, der Stil der Gebäude ist teilweise ein bisschen fragwürdig. Aber das ist halt nun mal so. Aber teilweise passt es eigentlich auch ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, war es das schon wieder für heute. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, wie gesagt, like das Video, subscribe dem Kanal oder schreibt einen Kommentar oder macht alles drei oder zwei von den Sachen in beliebiger Kombination, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.